Hi, ich bin der Günther. Ich kenne das sehr, Bude. Wir sind wieder im Pokémon Günther, die YouTuber Story. Chelast ist in der letzten Folge gestorben und ist jetzt im Gerichtssaal, in dem er gegen Ultra Let's Play kämpfen soll. Bitte schützt nur den Trainer an, weil sonst das Game Master ihn schon besiegt. Wie anschubsen? Das verstehe ich gerade nicht. Ultra Let's Play ist es. Das bist du, ne? Showtime! Ach so. Ich durfte nur gegen ihn laufen. Ich durfte nur gegen ihn laufen und nichts drücken. Und ich soll jetzt mit einem Level 7 Chillast 6 Pokémon besiegen? Sag mal, hast du irgendwie hinterlaufen? One-Hit. Aber jetzt mal mehr als 6 Pokémon mit einem Chillast? Level 7? Level 8? Okay, aber wenn die alle Level 3 sind und eine Pflanzenschwäche haben... Wieder am Viben, die Musik ballert immer noch. Die haben nicht alle eine Pflanzenschwäche. Rückenwind. Komm, das nächste hat bitte wieder eine Pflanzenschwäche. Ich muss einen Absorber raushauen. Auch wenn der sauschwach ist. Obwohl, ich denke, ich schaff's auch. Aber... Der Rückenwind ist so schlimm. Macht nur einen Damage. Okay, also jetzt erspielt mich auf jeden Fall alles und jeder. Oh, das macht doch viel. Ein Crit. Musik ballert! So. Wir können das gewinnen, die Pokémon sind nicht so stark. Auch wenn mich alles outspeedet. Oh, und dann kommt Feuer. Bitte. Er wird trotzdem outspeeden. Mein Tempo wurde gesenkt. Oder auch nicht. Die 7 Level haben doch gerissen. Eigentlich hat Blumanda, soweit ich weiß, eine höhere Grundlimit und 1 wurde gesenkt. Okay, nur Level 1. Nur Level 1. Und gewonnen! Okay, hab ich im ersten Moment gedacht, das wird nicht klappen, aber war es das unmöglich? Im ersten Moment habe ich gedacht, das geht doch gar nicht, aber easy. Ich hab's geschafft, jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich hier rauskomme. Du bist anders als die anderen Besucher hier. Um rauszukommen, musst du dich konzentrieren und genau wissen, wo du hin willst. Ich weiß, wo ich hingehe. Danke, dass ihr mich nicht aufgeben habt. Haben sie. Nämlich dorthin, wo Mike immer noch glaubt, dass ich existiere. Wo bin ich? Ah, das ist also der Ort, den er niemals vergessen konnte. Der Strand in seinem Herzen. Hier werde ich ruhen. Bis dann wisst ihr, wo er mich findet. Während dem, was Pixelmatch im Gericht erlebt hatte. Diese Szenen spielen gleichzeitig. Warum hat sich mein Bildschirm... Fuck, ich Vollidiot! Ich habe meinen Laptop die ganze Zeit eingesteckt während Aufnahmen, damit er nicht ausgeht. Ich habe das Ladekabel hier auch schon drin, nur sollte ich es vielleicht auch in die Steckdose tun. Oh, super, ich bin schlau! Das einzige Problem ist, dass das Headset gerade übel auf den Ohren drückt.
Obwohl, wie, ich bin tot? Warte mal, ich bin im Gerichtssaal. Da sind ja alle Leute, was machen die da? Die verurteilen Pokémon. Das heißt ja, es ist wahr, was er gesagt hat. Und jetzt rede ich irgendwas und ich hab nicht meine Ahnung, wovon? Gelöste Probleme sind die besten Probleme. Damit bist du unschuldig. Der Virus ist vollständig vernichtet. Gut, uns darf kein Fehler passieren. So, alle Systeme stürzen ab. Das gibt's doch gar nicht. Ja, wir haben's geschafft. Irgendwas, er wacht auf. Nein, das darf nicht passieren. Währenddessen bei der Kapsel von Fire. Wo bin ich und wo ist Kanimani und warum stürzt hier alles ein? Verdammt, das ganze Gebäude stürzt ein. Warte hier, Fragezeichen, man. Ich muss die Leute da rausschaffen. Anscheinend bin ich nicht der Einzige, der verwirrt ist. Du hast keine Ahnung, Spielentwickler. Also, die Kutte wehrt die Dunkelheit ab. Sie ist nützlich. Hab's dir ja gesagt. Wie lief's? Die Welttournee. Auf furchtbare Weise erkannte ich, wie notwendig ich bin. So ein Einspieler, an den ich mich auch erinnere. Pixelmatsch, wer bist du? Okay, es macht eh keinen Unterschied für mich. Stell mich einfach weiter dumm. Die Frage ist, wer bist du? Fragezeichen, man. Bist du sicher, Genji, dass dieser Günther das auch alles erlebt hat? Daran besteht kein Zweifel. Außerdem redet er, während er schlafwandelt. Er ist zu schnell. Was mache ich hier und wer seid ihr? Und warum habe ich hier meinen Auftritt? Fragezeichen und Genji erzählen Günther, was los ist. Warte Sekunde, heißt das etwa, ich war in der Pokémon-Welt? Also ist das jetzt wirklich Günther das Kanimani? Ja, das ist krass, in welcher war ich denn? Wir vermuten, du warst in deiner eigenen PMD-Himmelwelt, die anscheinend dann später als Fanfiction-Virus-Edition passiert. Jawohl, wir haben ein paar YouTube-Videos von dir gesehen und haben es so rausgefunden. Aber wir haben dich auch alle abonniert, genauso wie alle, die dieses Video gerade gucken. Aber wir sind uns nicht ganz sicher. Das ist neu. Das ist neu. Das gab's ziemlich sicher nicht. Warte, heißt das, ich sterbe oder bin schon gestorben? Was soll ich machen? Wieso schreibst du sowas in dein Gesicht? Wieso sollte meine Fanfiction wahr werden, ist eher die Frage. Das bringt mich auf eine Idee. Günther, hol Pizza-Lieferanten. Nicht schon wieder Pizza, meine einzige Schwäche. Wie ich kommentiere, nichts. Nun zurück zu Pixelmatch. Endlich komme ich raus aus diesem digitalen Gefängnis. Warte, du bist also nicht Fragezeichen, Mann, ne? Ja, mein Name ist Missingo und danke für die Hilfe, Pixelmatch. Weißt du, warum meine Hilfe? Jedes Mal, wenn du die Welt verlassen hast, hat mich das stärker gemacht. Und nicht nur das. Du hast mit deinem Rausgehen neue Welten zerstört. Du meinst also, dorthin, wo ich dich verfolgt habe, wurden die Welten zerstört? Ja, das Beste kommt noch. Das stärkt mich. Du bist mir sozusagen wie eine Marionette gefolgt. Und nicht nur das. Du hast mich zu meinem Körper geführt, indem du mich, Dings. Wer zur Hölle ist Mark? Der wollte unbedingt nicht von seinem Freund getrennt werden, aber wenn man sie trennt, was passiert dann? Die Antwort ist einfach Dunkelheit in seinem Herzen. Mit dieser Dunkelheit konnte ich diese Gestalt annehmen und nun werde ich mich an der Welt rächen. Nee, ich lass dich nie raus. Ich hab das alles eingefädelt. Was? In der Sekunde, wo wir reden, beginnt Jagger das Programm zu hacken, um alle aufwachen zu lassen. Mein Plan war perfekt!
Und wieder jemand, den ich nicht kenne. Wir sehen uns dann im Verderben. Nein, das wirst du nicht tun. Willst du mich aufhalten? Du hast doch nur ein Frill-Gekka-Bohr. Ganz einfach eben nur mit dem Pokémon. Mehr brauche ich nicht. Ja, ich nehme die Herausforderung an. Das hier war doch das Ende von Pixelmatch Story im ersten Teil. Du wagst es, einen Gott herauszufordern. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich, wir kommen immer näher an Punkte, in denen wirklich neue Dinge passieren. So, der Kerl hat, glaube ich, 6 Ladies, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die müssen wir jetzt alle mit Sora besiegen. So, Arceus ist raus. Ein paar werden einfacher, ein paar schwerer zu besiegen. Ich weiß aber auch nicht, welche er hat. Level 45. Wir kommen aber wirklich an Punkte. Wir hatten hier gerade auch schon Günther zum ersten Mal. Ohne Level 20. Wir hatten gerade zum ersten Mal Günther. Wir kommen an Punkte, an denen neue Dinge passieren. Die bekannten Dinge, die nähern sich wirklich schnell ihrem Ende. Und ich vergesse immer, ob das Ding Wassertyp oder nur Eis ist. Es hat anscheinend nicht mal den Eistypen. Ich bin schlau. Ich finde ein bisschen wie ein Eistyp aus. Danke. Alter, meine Inputs brauchen gerade irgendwie 2,5 Stunden. Okay, das macht guten Damage. Warum überleben die immer mit einem HP? Ja, und hier, Eisattacken auch, ne? Mehr Regen. Wäre schön, wenn du gleich noch ein Feuerviech einsetzt. So, und jetzt quittet's! Ist doch ein Joke! So, Suicune auch weg. Das war Nummer 3. Arctos. Ah, jetzt haben wir halt den Regen, der mein Feuer schwächt. Und Donnerschock ist saugeschwach, was? Mir war klar, dass das nicht stark ist. Aber so bad. Ich glaube, Flammenwurf macht mehr, trotz Regen. Ein bisschen mehr, aber nicht genug. Der Regen ist rum. Friss! Das ist daran 4-mal gestorben. So, das war Nummer 4, wenn ich mich nicht verzählt habe. Vesprit. Ich brauche HP. Okay, Hälfte Leben weg. Schön bisschen HP zurück. Dann hole ich mir noch mehr. Und wir müssten zum letzten Pokémon kommen. Kriegen noch ein Level Up dafür. Und seit der Cabra sweep gerade alle Ladies weg. Zapdos. Ich
Ich habe nichts sehr Effektives dagegen. Ich werde auf den Flammenwurf gehen. Der ist das Stärkste dagegen, bin ich mir sehr sicher. Es überlebt aber auch alles mit einem HP heute. So, dann noch die schwächste Attacke, die ich gegen dich habe. Jetzt mal ernst, ich habe keinen Unterschied in der Lebensleiste gesehen. Mysteriöser Missing Note, du hattest doch nur ein Pokémon, ja. Schön, dass dir das auffällt. Achso. Endlich draußen, aber was passiert hier? Okay, ich muss gerade kurz lauter drin, weil ich die Musik nicht so gut gehört habe. Du musst alle schnell raus, das Gebäude stürzt ein. Du musst hier raus, immer noch. Wer bist du? Keine Zeit. Alle rannten raus, bis auf Fire. Was ist das? Ein Retterteam-Orden von Genji. Die Wand stürzte ein. Aufpassen! Nein, Genji! Sie waren beide unter Stein eingesperrt. Danke, dass du versucht hast, mich zu retten. Mein Name ist Fire. Meiner nicht. Warum bist du nicht rausgerannt? Ich lass mich vielleicht ablenken. Ich hab was auf dem Boden gefunden. Das ist mein Retterteam-Orden. Mit dem haben wir eine kleine Chance, hier rauszukommen. Es ist unsere letzte Hoffnung. Server am Problem. Endlich, ich bin fast lebendig. Es fehlt nur noch eine letzte Verbindung zur Pokémon-Welt. Genji und Fire nutzten Retterteam-Orden. Fire wurde in seine Welt zurücktransportiert und Genji zu Fragezeichen, man. Genji, bin ich froh, dass du wieder lebst. Ich glaube, tot war er nicht. Aber wir haben ein anderes großes Problem. Das wäre, der Virus ist lebendig. Ich liebe diese Macht. Wie ist das nur passiert? Alles, was ich wollte, war meinen Sohn aufwecken. Er hat all diese Leute ausgelöscht im Labor. Was sollen wir tun? Wir müssen einen Ort finden, wo wir den Virus zerstören können. Hast du eine Idee? Ja. Das könnte möglicherweise funktionieren, aber wen schicken wir hin? Pizza! Du kommst uns gerade recht! Was wollt ihr von mir? Du musst all unsere Welten retten, indem du Günther rettest. Warum macht ihr das nicht? Dann wird jede andere Dimension durch ein Virus getötet, weil niemand ihn aufhalten kann. Wir verlassen uns auf dich, Günther! Bist du bereit? Und warte, welcher davon soll jetzt ich darstellen? Nein, das Schicksal der Welt liegt nur noch auf... Ich sollte auch einen Pizzaboten holen und auf einmal bin ich der! Ich habe mir wirklich einen tollen Job ausgesucht. Und ich bin kein Pizzabote, will ich anmerken. 99% Dimensionsübertragung. Fehler bei der Übertragung. Wir sind noch hier. Es müsste 1% Fehler sein. Ihr denkt also, ihr könnt einfach in eine andere Dimension fliehen? Nicht mit mir! Wir wollten gar nicht entkommen. Wir wollten die anderen stoppen vom Entkommen. Oh, da kann ich euch ja nicht böse sein. Wir sehen uns wie... Also wenn's in Videospielen so einfach wäre! Das war knapp. Was machen wir jetzt? Kein Plan, wir können nur durch die Dimension wandern und gucken, was vor sich geht. Okay, gucken wir uns YouTube-Videos an. Kann ich mitmachen? Warum nicht? Aber bevor er sich hinsetzt, verschwand er. Wir suchen überall nach ihm, doch keine Spur. Wir haben einfach vergessen, dass Günther... Ja, ist halt weg. Dabei wollte ich doch noch sagen, er soll keine Angst haben, davor zu sterben. Und vorher hole ich ihn mit meiner Fanfiction daraus. Das funktioniert nicht. Währenddessen bei Nagi. Immer mehr Leute verschwinden. Leute, wir sehen uns heute, oder? Ja, schon auf dem Weg zu dir. Die Sache mit dem Leute verschwinden macht mir ziemlich zu schaffen. Ist das jetzt ein komplett neuer Abschnitt? Fast jeder YouTuber verschwindet. Ob das Zufall ist? Hallo Nagi, ich bin da. Lass uns zocken. Nagi? Das war echt knapp. Gut, dass ich da rechtzeitig rausgekommen bin. Endlich bin ich frei. Dieser Typ dachte wirklich, er könnte mich besiegen. Missing No lebt. Ich muss irgendwas tun. Am besten überlege ich mir einen Angriffsplan. One eternity later. Doch später, was ist passiert? So viele Menschen wurden vermisst. Und wird zurückgeschickt. Die meisten, sie wären Dragon Joke.
Sie wären von einem schönen Traum aufgewacht, von einer Zwischenwelt. Aber Fragezeichenman war nicht dabei. Man erzählt mir, in seinem Traum kam Pokémon vor. Ich habe das ganze Internet durchsucht, um es rauszufinden, was passiert ist. Und ich habe was entdeckt. Der Pokémon-Manga mit einem Typen. Währenddessen in einem anderen Viertel vom Pokémon-Universum. Das Kapitel mit Minun spielt zwischen der ganzen Story. Lost Worlds! Mein Name ist Minun. Ich verlor meine Freunde, ein Shigi und Lord Lucario. Ich bin auf der Suche nach, mit der Hilfe von Glumanda, der auch seinen Freund verloren hat. Der ist nämlich Kanimani und schläft in einem Kristall. Und wenn ich ihn nicht ja, und dann schläft er 100 Jahre, bis Kingdom Hearts 5 erscheint, wenn wir ihn nicht aufwecken. Nachdem ich gehört habe, dass ein Shigi in der Nähe verloren. Im Casino. Wo ist Shigi? Ich kenne kein Shigi. Bist du sicher, dass wir Shigi hier finden? Ja, das ist die einzige Info, die wir haben. Das ist wahr. Lost Worlds! Leute, es ist Lost Worlds! Kiste greift an. Es ist Lost Worlds! Wer mein Problem nicht kennt, sollte sich Pokémon Günther angucken. Also The Broken Story sollte man ohnehin vor diesem Projekt. Was hat denn der für ein Moveset, der Junge? Easy. Lost Worlds Returns! Jetzt bin ich gespannt, ob ich ein bisschen weniger verwirrt werde. Shigi, was machst du unter dieser Kiste? Wie sieht's aus, als würde ich selbst Welt spielen? Nicht versteck mich. Warum? Kommt erstmal unter die Box, dann erkläre ich euch alles. Warum ist es hier so groß? Minun, erinnerst du dich noch an, doch. Natürlich. Sie hat ein Portal zu einer anderen Welt geöffnet und nahm Lucario und einen Pokémon in Kristall mit. Das ist Kanimani, da bin ich mir sicher. Das heißt, wir gehen durch das Portal, wir können beide retten. Es wird nicht so einfach. Ordoch und die anderen Pokémon werden kontrolliert. Von einem mysteriösen Pokémon. Ja. Dieses Pokémon, wird mich einsperren, aber ich bin entkommen und ich habe Gerüchte verstreuen lassen, damit wir dich finden. Warte, wenn jeder das Gerücht weiß, heißt das. Ja, es war eine Falle. Vorletzte Rückblende von Gengar. Ich landete in einer Welt, wo ich einen Haspirot traf. Ich wusste nicht wieso, aber ich erzählte hier von der kommenden Gefahr. Oder ihm. Und er glaubte mir aufs Wort. Ich hätte mir selbst nicht geglaubt. Fakt, dass sie schon sowas... Jetzt ist es sie, weil sie schon sowas befürchtet hat. Weil in ihrer Welt eigenartige Dinge passieren. Zum Beispiel, Pokémon können ihr Haus nicht mehr verlassen. Daraufhin schickte sie mich zu einer Welt mit einem Lascheling. Ich kann nicht lesen. Er erzählt mir, dass die Erinnerung von Gardevoir wiedererlangt werden kann, wenn ich dort in einem Dungeon... Mystery Dungeon WiiWare Edition. Schließlich habe ich sie gefunden. Ich musste nur noch in meine Welt zurückkehren. Aber als ich zurück war, fand ich mich in der Welt, Günther. Mit meinem Team von Kameraden. Shigi. Ja? Pichu, wie konntest du mir? Ich bin nur mein Meister. Wenn ihr schlau seid, solltet ihr das auch tun. Nö. Okay, bringen wir sie um. Lost Worlds kehrt zurück. Also, wir scheinen die ersten neueren Teile inzwischen langsam zu bekommen. Yo! Ich baller jetzt einfach Funkensprung. Ich meine, das Maschok wird, wenn es nicht dumm ist, einen Kampf gewinnen, aber ist ja nicht so, als hätte ich nicht noch einen Glumanda und einen Shigi. Dieses Minun ist das unwichtigste meiner Pokémon. Aber es gewinnt sowieso, wenn der Gegner einen IQ von 2,5 Toastbroten hat. Ja. Der hat einmal angegriffen.
wir zocken heute wieder ein bisschen länger, würde ich sagen. Die letzten Folgen waren alle 25, gehen wir heute vielleicht mal in Richtung 35. Außerdem bin ich dann schneller mit Lost Worlds, Digga, durch. Wir schmeißen sie in den Vulkan. Auf Wiedersehen, wir hatten eine super Zeit miteinander. Das ist alles, was ich wissen musste. Kannst du eigentlich mit diesem Ende aufhören? Nein. Lass uns mit der Geschichte weitermachen. Rennt weg! Warum hilfst du uns, Pichu? Denkst du, ich werde von dem Pokémon kontrolliert, das meine besten Freunde töten will? Pichu, wo gehen wir hin? Mal geradeaus rennen, das führt uns in ein Portal in eine andere Welt. Ich weiß nicht, warum es existiert, aber das könnte vielleicht an Ordochs Maschine liegen. Das Portal existiert für 5 Minuten. Hier ist das Portal, das aussieht wie ein Zug. Hüpft rein. Verdammt, die sind uns entkommen. Wartet, was passiert hier? Die Welt ist weg. Aus einem Kingdom Hearts plus Mystery Dungeon Projekt. Diese Pokémon von Earthbound Nest leben nach. Ich hoffe, das Projekt wird irgendwann fertig. Was wollt ihr von uns? Wir haben nicht mal eine Gilde. Wir sind hergekommen, um eure Welt zu zerstören. Um uns zu zerstören? Wir werden das nicht zulassen, Ordoch. Schaut euch diese Keks an, die nicht mal ihren Freund retten können. Lucario. Das heißt Lord Lucario. Wie konntest du aus dem Kristall aufwachen? Das ist unmöglich. Ich war wütend, weil jemand meinen Namen falsch gesagt hat. Story ergibt Sinn. Hallo? Du kannst es versuchen. Mega, oder doch. Dieses Viech war sehr nervig, glaube ich. Gut. Vor allem, die KI wusste das doch. Ich meine, das Ding hat einfach die Heilung benutzt. In der ersten Runde, das Ding wusste direkt, dass ich es paralysiere. Diese KI. Diese KI kann hell sehen. Aber gut ist der Gegner offenbar nicht, kann der überhaupt angreifen. Wenn er jetzt Heilung benutzt. Wie wenig HP hat das? Und das zeigt auch, wie scheiße Minen ist. Das heißt, ich mache irgendwie 4 oder 5 Schaden. Und es kann Pfund, rechte Hand, Heilung und Heuler. Ich hatte Angst, dass es genesen könnte. Weiß gar nicht, ob der Ordoch das alle lernen kann, aber... Ja, der Kampf wird nicht schwer. Ich hatte ihn auch schlimmer im Kopf. Muss ich irgendeine Scheiße gebaut haben letztes Mal. Und gewonnen. Okay, einiges an Erfahrung, das gibt ziemlich sicher ein Level. Ich habe Wissen. Ich Intellekt. Was ist passiert? Du hast uns angegriffen und wolltest uns umbringen? Ach so. Danke, jetzt kann ich mich erinnern. Ich muss euch erzählen, ihr seid in einer großen Gefahr. Alles okay? Leider nein. Ich dachte, ich will ihn kontrollieren, aber stattdessen will ich bald verschwinden. Hört zu, um alle Pokémon-Welten zu retten. Findet einen bestimmten Computer und kontaktiert Haspirohr. Sie müsste genug Rettungsteams zusammentrommeln, um uns alle retten zu können. Was? Warum sieht jetzt Lucario an der Seite auch aus wie ein Ordoch? Sie ist tot. Weiter geht's! Du bist also auch in dieser Welt gestrandet? Nein, ich bin durch Zufall hier. Ich hoffe, du weißt, wie man kämpft.
Warum denkst du, ich bin in Smash? Was sind das für Dinger? Keine Ahnung, aber anscheinend müssen wir gegen sie... Ich hatte keine Gelegenheit, mich zu heilen. Und ich dachte jetzt gegen Vera und Cloud. Ach so, ich wurde geheilt. Ich dachte, ich kämpfe gegen Sora und Cloud und nicht gegen das da. Pichu, Pichu sag ich schon. Pichu wäre wahrscheinlich besser als du. Weißt du? Mir reicht's. Mir reicht's. Habe ich schon gesagt, dass es mir reicht? Mir reicht's nämlich. Die Maske stinkt. Aber das tut sie immer. Die riecht so extrem nach Gummi, das glaubt einem kein Schwein. Vor allem, wenn man sie eine Stunde anhat und der hat keine normalen Kampfattacken. Aber Stahl ist ja... Kann der Gegner angreifen? So. Tschüss. Stirb! Sehr schön. Sehr viel Erfahrung. Ninon hat sich davon nichts verdient. Dieser Haufen Kot. Was kann Ninon eigentlich? Puh, wir haben es geschafft. Da steht jetzt nicht Missing Now. Das will ich nicht sagen. Hat dieses Ding gerade alles absorbiert? Ja. Ich denke, ihr sollt mich vorstellen. Mein Name ist Missinger und ich werde diese Welt zerstören. Warte, willst du uns umbringen? Ich denke, hier hast du deine Antwort. Ich glaube, hier in der Nähe ist ein Portal. Ich spüre eine starke Energie. Hallo? Warte, es sind zwei Menschen in dieser Pokémon-Welt. Wie geht das? Kommt nicht näher, er ist krass. Es ist zu spät, nachdem alle hier sind, werde ich diese Welt auslöschen. Oh. Wir werden nicht aufgeben. Ihr habt keine Ahnung, in welcher Situation ihr euch befindet. Team Nova, das Hörspiel. Die Oxys, lass meine Freunde frei. Oh, sorry, ich brauche sie für meinen großen Plan. Was machst du, die Oxys? Hast du dich mit Missing Now verbündet? Verbündet ist ein hartes Wort. Wir sind nur Geschäftspartner. Ich habe echt keine Ahnung, was hier vor sich geht. Denkst du wirklich, du kannst mich aufhalten? Lass das Pokémon Kristall frei. Also, Blake, ich hab sie gefangen für den Fall, dass Missing noch mich verrät. Du Narr, solltest mich nicht verraten. Du weißt, dass, wenn diese Welt weg ist, sind auch die Pokémon weg, die hier leben. Missing hat gelungen, um die Oxys zu beeinflussen. Das ist nicht, was ich sagte. Das heißt, wenn ich diese Welt verlasse, ist die ganze Welt hin. Ich weiß, was ich zu tun habe. Immer noch nicht Ende. Mir ist langweilig. Ich bin neu im Job, was soll ich tun? Setz die Geschichte fort. Sorry, Team Nova. Leute im Portal. Was ist denn mit? Keine Zeit. Warte, er hat die Welt ohne uns verlassen. Dass ich auch ein Portal öffnen kann. Ja, gut. Aber warum nimmst du das Kanimani mit? Mit einer Überraschung. Solange du mich nicht verrätst, ist es gut. Ich würde gern langsam speichern. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wohin mit der Dragon Joke Rückblende. Und als ich dann endlich hatte, war ich so glücklich, ihn wiederzusehen, aber es kam niemand, der mich in die Welt holte. Ich wartete und wartete, aber keine Verbindung. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte, um zu Fragezeichen reinzukommen. Aber eines Tages gab es einen schicksalhaften Schlag. Ich wurde zu einer Party eingeladen, die ich nicht von Leuten, die ich nicht kannte. Ich ging hin, ein bisschen Hoffnung zu finden. Als ich dort war, war nur eine dunkel gekleidete Person. Sie fragte mich, ob ich ein Freund von einem Fragezeichen namens Mark bin. Ich stimmte der Person zu. Diese Person versuchte darauf, mich umzulegen.
wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll. Als er seinen finalen Schlag machen wollte, um mich umzubringen. Doch der Mensch wurde zu Darkrai. Es war so, als würde er verglitscht sein und plötzlich war ich auch verglitscht und wurde zu einem Glumanda. Ich wachte daraufhin am Pokémon-Platz auf. Jeder kannte mich unter dem Namen Glutgut. Darkrai war verschwunden. Kleines Pika, warum tust du das? Du weißt doch, dass du die Welt nie wieder sieht. Ja, ich habe das gemacht, um uns alle zu retten. Ja, ich bin anscheinend der Schlüsselcharakter zu der Welt gewesen. Ohne mich gibt's die Welt nicht. Ja, du bist bereit. Deswegen hast du das gemacht. Ja, dann existiert Missing noch nicht mehr, weil er in meiner Welt war. Warte, das heißt, wir sind ihn los? Aber auch Kanimani. Tut mir leid, aber ist der einzige Ausweg. Ich habe meine Freunde durch die Aktion verloren. Du hast keine. Sie wurden auch zu Kristallen. Ich konnte sie nicht draus befreien. Wir sollten nach Hause gehen. Aber ich will speichern! Das ist wahr, finden wir Haspirohr. Vielleicht kommen wir dann auch nach Hause. Warum ist hier niemand? Sorry, wir suchen einen Weg, ein Portal zu finden. Ein Haspirohr soll uns den Weg nach Hause zeigen. Das ist das Zweitverrückteste, was ich heute gehört habe. Geh hier in Überlastung. Ich denke, es wurde besiegt. Was sollen wir tun? Ihr sucht das Portal, ich bleib beim Vulpix, okay? Okay, bist du sicher, dass du nicht mitkommen willst? Denn es gibt keinen Weg von zurück von hier. Ist mir bewusst, aber das Vulpix fühlt sich vertraut an und ich will nicht jemand Zweiten verlieren. Ist okay. Yay, danke. Wie konntet ihr nur... Was? Wie konntet ihr meine beste Freundin umbringen? Ich hab keine Idee, über was du redest. Lüg mich nicht an, du steckst doch mit Missinger unter einer Decke. Missinger? Sagt mir, ich werde bezahlen, dass ihr meine Freundin umgebracht habt. Gebt's zu! Und umgefallen. Sagte Missinger, denkt ihr, es ist möglich? Wie konntest du überleben? Ich dachte, du seist tot. Der Typ sieht nicht wirklich freundlich aus. Tut mir leid, aber weil ich noch hungrig bin, kann ich nicht einfach aus eurem Weg gehen. Ich hätte es wissen müssen. Ich hoffe, ihr seid in Ordnung nun. Ich will speichern! Wo bin ich? Oh, du bist aufgewacht. Du bist in einer neuen Stadt. Wieso hast du mich in diese Stadt geschleppt? Willst du mich hier töten, wie mein Freund, wie meine Freundin? Nein, wir wollen dich beschützen vor Missing No. Missing No kann sehr wahrscheinlich nicht hier rein. Warum helft ihr mir? Ich habe euch doch angegriffen. Wir sind Rettungsteam. Danke. Ich werde mich um sie kümmern. Ehrlich gesagt, frag ich mich, wie ich hierher gekommen bin. Es war viele Jahre nach dem Wunder einer Winternacht. Ich hatte ein Enkelkind namens... Nein! Ich habe ihm vom Bild erzählt, als ich plötzlich die Augen zumachte und ich war hier. Ich weiß nicht wieso, aber ich hoffe, mein Enkel ist in Ordnung. Dachte die ernst, die Rückblende ist lang? Nein. Also, naja. Ich wohne jetzt in der Gilde. Und dessen bei Missingau. Verdammt, ich komme nicht in diese Welt. Anscheinend ist sie total fehlerfrei. Sowas ist möglich. Ja, Deoxys, du musst da reingehen und schauen, dass ein Fehler in der Welt passiert. Dann kann ich sie auslöschen. Ihr habt einen besseren Plan. Das ist immer noch nicht das Ende. Das habe ich auch nicht gesagt. Mit wem arbeite ich hier? Ihr lebt 3 Tage lang im... Genau da, wo Fragezeichen dann hingerannt ist. Dann bin ich Richtung Knotluftgilde gegangen. Aber bevor ich dort ankam, erzählte mir ein Pokémon, das Lushlooking heißt, dass ein Shiggy in der Stadt nicht mehr. Ich will speichern! Also das ist jetzt wirklich gerade. Ich habe seit einer Viertelstunde Minimum keinen Speicherpunkt mehr. Keine Möglichkeit zu speichern, nur Dialog und Kampf. Deoxys, wie bist du hier reingekommen? Ihr habt mich alle hergeführt und nun werde ich... alle in Kristall kristallisieren. Ihr habt sie hergeführt? Ja, es steigt. Wir haben euch vertraut, dass ihr nicht böse seid. Ihr werdet uns bereuen, uns Benutzern. Ja, das ist die Macht. Jetzt stoppt mal. Was? Sie haben mir geholfen, als ich mehr von Wut kontrolliert war. Sie sind nicht böse. Deoxys hat uns alle auf Mino und seine Freunde gesetzt. Alter, mein Headset tut mir gerade sackweh auf den Ohren. Ich will beenden. Wir müssen zusammenhalten.
Mein Plan stürzt ein, ich muss weg hier. Ich bin nicht stark genug, um hier alle zu bekämpfen. Danke fürs Vertrauen, aber wir müssen weiter und Deoxys und Missingno aufhalten. Warte, wenn das hier alles vorbei ist, wird meine Freundin wieder leben? Keine Ahnung, aber wenn die Welt einen Fehler hat, muss ich wohl lügen. Ich verspreche es. Verdammt! Kommen wir noch nicht rein. Ich habe was gefunden, das dich interessieren könnte. Währenddessen bei Nagis Haus. Nagi war verschwunden, wie viele andere YouTuber. Doch es war unklar. Dingzu sagt, um sie zu finden. Ich kann nicht mehr. Meine Konzentration ist auf Null! Verstehe ich, Nagi ist verschwunden, weil er YouTube-Videos macht. Ja, aber nicht nur, schau dir dieses Video an. Wohin sind diese YouTuber? Ultra mit Let's Play, Pixelmatch LP. Die YouTube-Gemeinde denkt, es sei ein Troll und macht deswegen keine Videos mehr. Sie laden nichts hoch. Das wäre auch schon alles. Abonniert dieses Video nicht oder liked es nicht. Es könnte euer Leben gefährden. Dieses Video hat mehr als arg viele Likes und Abos. Das bedeutet aber auch, wir müssen Videos drehen, um Nagi zu finden. Bist du dabei, Sakufuxi? Ja. Wir produzieren so viele Videos gemeinsam, bis sich ein Portal öffnet. Was ist das für ein Ding? Seid uns ein. Denkt, das ist der Ort, wo Nagi verschwunden ist. Wir müssen da rein. Okay. Die Charakter sind aus Guardians of Hope. Ich hab einen Speicher, oder? Da steht eine Statue, bitte. Wir haben in so vielen Welten, doch in keinem war sowas wie ein Computer. Ist das dann nicht ein Computer? Ja, das ist einer. Stopp, warum wollt ihr unseren Computer benutzen? Jeder ist in Gefahr, wir müssen Hasbiro erreichen, sonst sind wir alle verloren. Wir gehen nirgendwo hin, bis wir mit Hasbiro geredet haben. Wer seid ihr? Ich weiß nicht, wer wir sind. Wir sind die Guardians of Hope und das ist unser Computer. Was nicht unser Computer. Speicher! Dann geht es in der nächsten Folge weiter mit Pokémon Winter, die YouTuber-Story. Inzwischen haben wir hier eine ganze dicke Weile gespielt. Wir kommen langsam an Stellen, an denen neue Dinge passieren. Wenn ihr nicht verpassen wollt, was noch geschieht, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, lasst ein Abo da, ein Like, supportet das Video. Bis dann und ciao.